gut. War wieder eine kleine gemütliche Fahrt, hoffe ich. Was ist das denn? Ach so, ja, kann ich Arbeit suchen. So. Tag sieht ein bisschen wenig aus. Wie lange reicht der denn noch? Es ist immer ein bisschen blöd, dass du jetzt lenken könnt. Ich habe nie noch 700 Liter. Alter, ist der Tag groß. Okay, es wird doch noch reichen. So. Das hier. Oh, ich fahre schon wieder viel zu schnell. So, Gesprächs aber immer noch keins, weil ich einfach keine Kommentare bekommen habe. Wie könnt ihr nur? Ja. Oh, ich hatte hier mal das Fernlicht an, damit ich mal ein bisschen was sehe. Es war ja vollsinnig, hier auf der Autobahn zu fahren, ne? Ist ja gleich wieder runter. Oh Gott. Gott, das ist ja Landstraße. Nein! So, wenn Autos vorgefahren, macht es wieder aus. Das ist alles ein bisschen realistisch zu sein, weil das ist so dieses Licht, das man nicht anhaben soll, wenn da vor einem gleich welche fahren, oder? Ich glaube schon, weil das nicht blendet. Bin mir gerade nicht sicher, ich glaube aber schon. So, das mal wieder aus. Und was ich noch umstellen wollte, ist auf den Optionen Gameplay, oder? Was Gameplay? Genau, die Geschwindigkeitsbegrenzung deaktivieren. Wenn wir manchmal ein bisschen schneller fahren können. Ich bin auch gleich noch kurz ab. Ah, genau. Beim Regen, bei der Nacht auf der Autobahn. Einfach mal den Kopf rausstrecken, mache ich auch immer. Naja. So ist das eben, ne? Ich habe übrigens herausgefunden, was das komische Geräusch ist, das wir öfter hatten. Das ist, wenn man rechts auf den Seitenstreifen kommt. So, den Bus überholen wir auch gleich. Dann werden wir das so mit 90 km/h dann. Km/h, genau. Ne, km/h dann hier rumtuckeln. Bei 90 vielleicht da den Tempobegrenzer reinhauen. Nicht Tempobegrenzer, Tempomat. Ha, perfekt. Und meiner Meinung nach ist das bei Eurotruck nicht ganz so super krass gelungen. Oh, das war schade von mir. Mit der Geschwindigkeitsanzeige, weil wenn ich jetzt genau 90 fahre. Also es ist so circa um 1 bis 2 km/h verschoben. Ich weiß, es ist jetzt nicht viel, ne? Macht nichts aus, aber es nervt halt trotzdem etwas, wenn man so denkt, okay, jetzt bin ich genau auf der 90 Auto Tempomat drin, man ist gar nicht auf 90. Aber es ist nicht schlimm, wie gesagt, ne? Wir werden auch mal vielleicht gleich ein bisschen langsamer fahren, weil es Nacht ist. Ich will keinen Unfall bauen. Dann habe ich da noch froh, dass ich keine Kommentare bekomme, sonst werde ich jetzt ziemlich zugeraged. Oh, du kannst nicht so langsam fahren. Scheiß doch auf die Unfälle. Oh, das ist voll langweilig, Jerry. Oh ja, genau so und nicht anders. So. Wir haben mal 85. Ist jetzt nicht groß, ist eine Veränderung, ne? Einfach nur ein kleines bisschen langsamer. Okay, 80. 80 hört sich gut an. Und sollte ja auch eine ziemlich reelle Geschwindigkeit sein, hoffe ich mal. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich denke, das soll jetzt circa reell sein. So. Und geht dann auch rechts runter auf die Landstraße. Meine Maus. Das kommt davon, wenn man das Mauspad verschieben will. So. Dann will wieder auf 40 mal runtergehen. Kurve fahren. So, mal schon blinken. Ich weiß gar nicht, warum ich hier blink. Das habe ich mir einfach so angewöhnt. Scheiße, 40 km/h, wir fahren schneller. Hui! Es ist doch noch keine Landstraße. Let's look. Ach nein, das ist noch Autobahn. Da vorne geht es erst Landstraße. Okay. Ich werde es trotzdem mal ein Fenster zumachen. Das dauert auch gar nicht lang. Ich habe nämlich schön ein lang genuges Headset-Kabel, deswegen, naja, fast lang genug, wenn man das ein bisschen auseinanderzieht. Also diese
Verknotungen. Dann reicht das auch so. Quitsch, weißt du gleich wieder? Na, ein bisschen. Herzigen Grenzen. Passt so. So. Weiter geht's. Hier auch noch kein Tempo drin. Sich. So. So lang ist die Strecke auch gar nicht, wie wir es sehen. Wir müssen ja nur ein bisschen Landstraße fahren, dann noch ein bisschen Autobahn, dann sind wir ja schon da. Und welches Land ist das überhaupt? Ach, keine Ahnung. Hier sind keine Länder. Ach doch, hier sind Länderbegrenzungen. Okay, auf jeden Fall nicht mehr Italien. Weiß gerade nicht auswendig welches, aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht zu schlimm sein. Also, so lange ist das gar nicht und ich denke, das könnte vielleicht ganz lustig werden, hier um die Kurven zu fahren. Solange ich mich nicht irgendwie unverleppere oder so. So, wir fahren nochmal kurz auf die Tankstelle, einfach weil ich nochmal tanken möchte. Mal weil ich es kann. So. Das war doch nicht lang bis da vorne. Aber heißt das nicht, ich hab Post, dieses verschlossene E-Mail-Ding? Ne. Keine Ahnung. Das sah so aus. Vielleicht ist das einfach nur ein Zeichen, dass es immer da ist. Und wenn man eine E-Mail bekommt, steht da so eine kleine 1 drüber oder so. Wenn man 2 E-Mails bekommt, steht da eine kleine 2 drüber. Ich finde es auch ziemlich geil, dass das für einen geilen E-Mail-Filter in dem Spiel haben muss. Und wenn man mal die E-Mails, die man im Spiel bekommt, mit denen, die man in echt bekommt, vergleicht, dann ist das schon relativ wenig, ne? Also, sehr wenig. Wenn ich jetzt gucke, was ich jeden Tag für E-Mails... Oh, es hat aufgehört zu regnen. Glaube ich. Was ich jeden Tag für E-Mails bekomme, da haue ich mir manchmal echt gegen die Birne wie sonst was. Das können wir aber glauben. So. Und voll. So, ich weiß auch, warum man zweimal drücken muss, weil das ist irgendwie realistischer. Und dann einmal das eine machen muss und dann den Motor starten muss. So genau kenne ich mich da jetzt nicht wieder aus, aber ich denke, das sollte jetzt auch nicht so schlimm sein, ne? Komm, fahr. Das ist eine Autobahn, du darfst schneller fahren. Das ist eine Autobahn, oder? Ich glaube schon. So, da vorne auch. Noch zum Rasten. Okay. Noch zum Rasten. Brauchen wir jetzt aber nicht, weil unsere Fahrt sind noch nicht lang genug, damit wir schlafen müssten. Also, alles gut, ne? Und sind wir gerade in ein neues Land gekommen? Naja. Kommt drauf an, wie genau die Grenze hier ist. Also ich glaube, es könnte sein, dass wir jetzt in einem anderen Land sind. Italien, oder? Wir fahren über Italien. Nee, das... Oh Gott, ist das Österreich oder Schweiz? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Das ist Österreich, oder? Ja, das ist Österreich. Wir fahren dazu über Österreich. Stimmt, nach Deutschland kommt die Italien. Oh Gott. So, liebe Kinder, das passiert, wenn man in Erdkunde nicht aufpasst. Ja. Oh ja. Nicht gut, wenn man Eurodac spielen will und erklären will, wo man durchfährt. Ach Gott, schon 1 Uhr. Eine schöne Nachtfahrt. Ob das jetzt schön ist, kann man sich drum streiten. Aber es ist eine Nachtfahrt, auf jeden Fall. So. Ist da noch gleich runter? Oh, okay, der Geschwindigkeitsbegrenzer. Oh, wir können den Scheibenwischer ausmachen, fällt mir gerade ein. So, wir bleiben jetzt auch gleich auf der Spur, dann fahren wir ein bisschen langsamer. Dann müssen wir jetzt sowieso runter. So, ich komme vielleicht demnächst auch noch den Physics-Mod rein. Weiß ich noch nicht. Wäre vielleicht ganz lustig. Gott, jetzt habe ich die Armee einen Unfall gebaut. Oh Gott, das kann sich jetzt etwas ziehen. Ich muss das Ganze ja mal von außen anschauen. Sag mir bitte nicht, der ist da jetzt reingefahren und jetzt fahren die nicht mehr weiter. Haben wir schon gleich irgendwie resettet oder so und dann geht's weiter. Hoffe ich.
Und ich habe mich vor ein paar Wochen noch darüber beschwert, dass es in ETS 2 keinen Stau gibt. Naja, ich bin inzwischen vom Gegenteil überzeugt, die werden sich jetzt wahrscheinlich bis da hochstapeln, wenn es länger dauert. Und dann irgendwann die ganze Autobahn blockieren. Okay, so weit wird es nicht kommen, aber den einen Streifen mindestens. Wenn alle anderen auf einen anderen Streifen fahren müssen, dann gibt es ja auch Stau. Okay, wir haben einfach mal versucht, da draußen rumzukommen. Das wird nicht hinhauen. Das kann ich jetzt schon prophezeien, das wird einfach nicht hinhauen. Oh Gott! Ah, wir haben es geschafft! Oh Gott, gib jetzt bitte nicht um! Ja! Nein! Boah, ich dachte. Nein, nein, nein! Auflieger, brav! Ja! Alter, wir haben es geschafft! Hui! Oh ja, das war jetzt nicht ganz so leicht. Naja. So, dann schaut's, ich werde mich mal auf so 60 bis 70 km/h beschränken. Das ist ein bisschen langsam, aber ich. Aber gesagt, ich will das Let's Play so realistisch wie möglich halten. Das heißt, ich werde auch nicht mit dem LKW mit 150 über die Landstraße brettern. Fahr mal 100, 70, nicht 170. So. Blick auch über Lichter. Ich glaube, die UFOs kommen. Oder es sind einfach irgendwelche Masten, die blinken, damit keine Flugzeuge dagegen fliegen. Kann natürlich auch sein. Ja, noch 5 Stunden Fahrt. Also, natürlich nicht in echt, aber das dürfte inzwischen eigentlich jeder wissen. Was ich noch kurz sagen wollte, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen länger aufnehmen. Aber weil ich jetzt so lange aufnehmen kann, wie ich will, bis meine Festplatte voll ist, das liegt einfach daran, dass ich zum Glück wieder Sturmfeuer habe. Und da habe ich mir gedacht, komm, ey, ich habe jetzt die ETS 2 rumliegen und ich habe jetzt sowieso gerade die ETS 2 Part gerendert hochgeladen. BZWR lädt gerade hoch. Wahrscheinlich ist es schon fertig. Und da dachte ich mir einfach, komm, warum denn nicht gleich einen neuen Part aufnehmen? Oder 10 neue Parts. Ja, und dann dachte ich mir, let's nehmen 10 neue Parts auf. Und dann habe ich das gemacht. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir in die Kurve kommen. Also ich mache das jetzt gerade. Also, außer das ganze C-Parts werden, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt nicht ein paar Stunden aufnehmen. Aber wir sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huiuiui. Also, wenn es nochmal so eine Kurve kommt, werde ich auf jeden Fall langsamer fahren. Weil das war etwas knapp, sage ich mal. Ich habe jetzt zum Glück nicht auf den Auflieger geachtet. Da könnt ihr jetzt beim Video drauf achten. Vielleicht ist der irgendwie ein bisschen gekippt oder so. Ich hoffe jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das mit dem. Ohne den Physics-Mod so leicht geht. Aber mit dem Physics-Mod ist echt bei jeder Gelegenheit umgekippt, ne? So. Dann die nächste Kurve, diesmal langsamer. Oh, die Straße ist etwas wackelig. Sind auch nicht sonderlich schnell, aber jetzt geht's wieder. Komm, gib Gas. Komm. Okay, gib Gas. Und 60, 70. Ja, okay, ist so richtig. Wo ich auch unbedingt mal vorbeigucken will, welchen eigenen LKW habe, ist in dem Steinbruch, der das gleich kommt, oder halt irgendeinen anderen Steinbruch. Ich guck mal, ob es noch mehr gibt. Ja, hier ist noch einer und da ist noch einer. Da ist noch einer. Und da ist noch... Okay, es gibt viele. Auf jeden Fall vorbeigucken, weil soweit ich weiß, oder soweit ich es mir denken kann, gibt es da die großen Schwertransporte. Mal gucken, vielleicht werde ich da, wenn ich irgendwann mal später eine große, erfolgreiche Firma habe und reich und berühmt bin, vielleicht einen LKW dafür kaufen. Mal gucken. Einfach so, ja, wenn man sich viel PS hat und alles halt auf die Leistung ausgelegt ist, für die Schwertransporte. Übrigens, ich werde mich, wenn es funktioniert, versuchen, eine komplette MAN-Firma zu machen.
So, nur mit MAN-LKWs. Weißt du, ob das hinhauen wird? Ich denke schon, aber es wird auf jeden Fall hinhauen, aber ich weiß nicht, vielleicht wird es auch langweilig, wenn man nur MANs hat, ne? Mal gucken. Also das ist der Plan, aber vielleicht werde ich auch für, ja, einfach mal andere LKWs kaufen. Einfach weil ich es kann, ne? Einfach weil ich es kann. Und dieses Let's Play wird auf jeden Fall noch so lang gehen, bis wir unseren ersten eigenen LKW haben. Und wenn ich merke, okay, das ist gar nicht beliebt, das guckt niemand, da lade ich lieber LOG hoch, da habe ich dreimal so viele Aufrufe. Dann werde ich natürlich das machen. Weil es bringt mir nichts, irgendein Let's Play zu machen, wenn das keiner guckt, ne? Ich denke sich irgendwie, Geld, geil! Nein, das handelt sich bei mir nur um so kleine Mengen, das kann man überhaupt nicht. Das, nee. Unmöglich, das so zu beschreiben. Ja, dann, also bis dann geht es auf jeden Fall, und wenn ich dann sehe, echt, wenn ich dann LOG-Part hoch habe, wo der irgendwie doppelt bis dreimal so viel aufrufe, dann bringt das einfach nichts mehr, das Let's Play weiterzumachen, ne? Aber bis dahin wird es auf jeden Fall noch gehen, weil vielleicht spreche ich auch eine etwas andere Gruppe damit an, und kann damit vielleicht noch ein paar neue Zuschauer gewinnen, wer weiß. Na, mal gucken, ne? So, dann werde ich mal kurz das Trick, weil ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, so viel hintereinander und so viel einfach zu reden, ne? Ich rede eigentlich ja inzwischen nicht mehr so viel, weil ich einfach jetzt so lange nicht mehr aufgenommen habe, ich das gar nicht mehr gewöhnt. Also deswegen jetzt gleich trockener Mund und so. Oh ja, ziemlich nervig auf jeden Fall. Naja. Also wie gesagt, ich habe nichts davon erzählt, dass ich heimlich was trinke. Oh Gott, das ist so dumm, ne? Okay, wir sind auf YouTube, was erwartet man? So. Überholen werden wir jetzt hier nicht können, das heißt, wir werden etwas langsamer fahren müssen. Komm, schieße. Okay. 60. Das war Höchstgeschwindigkeiten von 60 km/h, sag ich mal. Ich glaube, wir können 65 fahren. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir schon wieder auf die zukommen. Das merken wir gleich, wenn wir das Auto vor uns herschieben. So. Dupdi-dupdi-du. Ich weiß nicht, was ich labern soll. Ist eigentlich alles Wichtige gesagt und bin schon wieder total planlos. 64. 62. 61. 61 sieht ganz gut aus. Es ist schon auch 4 Uhr, es wird langsam wieder Tag. Da vorne kann man den schönen Sonnenaufgang über den Bergen sehen. Ja, ne? Ist doch ganz lustig. Übrigens, ich werde mal gucken, weil mir kommt das so vor, als würden wir nur diese komischen Patellen erfahren. Ob da vielleicht irgendwas mit dem Mods schief gelaufen ist, mit den Auflieger-Mods. Weil, ja, mir kommt das echt so vor, als würden wir nur diese blöden Container fahren. Und gar nichts anderes. Und wenn, dann werde ich einfach mal die kompletten Trailer-Mods rausnehmen und Trailer-Mods, Auflieger-Mods, was auch immer, rausnehmen. Anhänger-Mods meinetwegen auch. Und, oder Skin-Mods. Okay, jetzt habe ich glaube ich alles. Also, Skin-Mods für den Trailer, für den Anhänger, für den Auflieger. Jetzt habe ich aber wirklich alles, oder? Ich glaube schon. Oh, da vorne geht es schwer auf die Autobahn. Das heißt, es ist gar nicht mehr so lang. Wir fahren auch noch 2 bzw. 3 Stunden. Ja, eher 3 als 2. Aber da vorne steht ja 2 als 2. So. Und wir kommen wahrscheinlich früh um 7 an. Dann, wenn so langsam alle aufstehen und zur Schule zur Arbeit gehen. Bis wir schon da sind. Und ich muss hier mitten in der Nacht arbeiten. Ich finde das voll asozial. Okay, es reicht. Nein, reicht nicht. Ich finde das voll asozial. So, jetzt reicht's. So. Wir fahren nach. Wohin geht's denn überhaupt? Nach. Nee, nicht Escape. Nach Ljubljana. Oh Gott, was ist das für ein Name? Wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Hier ist zum Glück gar nicht eng. Gott.
Ich hätte mehr ausholen müssen. Gott, der Auflieger. Hui, hui, hui. Die Strecken sind eindeutig nicht gemacht für LKWs mit langen Auflegern. Ist eher suboptimal. So. So, schnell rein. Bevor der da hinten kommt. Und da war ein Schild, das ich nicht gelesen habe. Das ist jetzt mal ganz nah an den Bergen. Hat auf jeden Fall schon im Web meiner Meinung nach. Echt, ja gut. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Erfahrungen mit Maps. Das ist jetzt die dritte Map, auf der ich fahre. Ja, ganz einfach die Standard-Map. Dann kam eine andere Map, die das etwas erweitert. Jetzt halt auch die Map. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf, wie das in Afrika aussehen wird. Also bin ich echt gespannt drauf. Oder halt, ja, im Ägypten oder so, ob es da auch dann Pyramiden und so gibt. Ich bin echt gespannt. Wird hoffentlich hammermäßig geil, aber das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ich habe auch da keine jetzt großen Vorstellungsvideos drüber angesehen. Ich habe ja, ein paar Bilder habe ich gesehen. Auf der Website, glaube ich. Hoffe ich. Damit ich jetzt nicht irgendeine Scheiße erzähle. Und das war's dann auch, also. Sonst kenne ich den Mod gar nicht. Ja, okay. Boah, das war knapp. Ich wäre da fast dagegen gefahren. So, und wir sehen auch, die Strecken werden langsam länger. Wir bekommen auch mehr Geld. Nach dem Auftrag sollten wir fast 30.000 haben. Und ab nach Zentrum. Aber ja, wir fahren durch eine Stadt durch. Das ist mir ganz ehrlich auch noch nie passiert in ETS 2, dass ich durch eine Stadt zum Ziel fahre.